Die noch furioser los als heute. Heute gefällt mir das Spiel bis hierhin sehr gut, was Tempo anbelangt und vor allen Dingen, was die Ausgeglichenheit anbelangt. Gladbach macht das super. Endstand war dann zwischenzeitlich ein 3:1 von Borussia Mönchengladbach. Am Ende ein 3:4, zweimal Ribéry und Robben im zweiten Durchgang. Janschke. Der Ballverlust von Rigota könnte teuer werden. Müller, 4 Bayern gegen 5 Borussen. Lahm verspringt der Ball. Bringt seinen Trainer ja in fantastische, euphorische Stimmungen. Der geht da richtig ab. Pep Guardiola. Ausgangspunkt hier Arjen Robben. Und es ist definitiv kein Abseits. Wunderbar in die Schnittstelle gespielt. Und ein Edeltechniker wie Franck Ribéry hat das dann einfach drauf, den Ball aus vollem Lauf so zu nehmen. Der wischt ihm über den Spann, dadurch unberechenbar für Christopher Heimeroth. Ein schönes Tor. Ribéry gestern ja an diesem herrlichen zweiten Treffer der Bayern auch direkt beteiligt. Unbestritten, was er drauf hat. Die Gladbacher einmal kurz nicht aufgepasst. Aber die Laufwege dieser Münchner, die sind auch ein bisschen unberechenbarer geworden im Vergleich zur Vorsaison. Funktioniert der Finger als Sturmspitze an, aber Pep Guardiola hat so vor ein, zwei Minuten eine Änderung vorgenommen, konnten wir ein bisschen beobachten hier. Müller soll nicht mehr vorne spielen, sondern rechts. Und Arjen Robben ist von rechts nach innen gerückt. Spielt quasi da auf der 10, jetzt sogar im 16er. Aber Ribéry kommt nicht vorbei. Also Positionstausch zwischen Robben und Thomas Müller. Das war sehr gewagt gerade. Mit Glück bleibt er da am Ball, gerade in Xhaka. Jetzt ist er doch weg. Ribéry mit der Chance. Ribéry super quergelegt. Und sie können die Geschichte erst im zweiten machen. 2:0 Bayern, Philipp Lahm. Aber das war ein geschenktes Ding. Ein geschenkter Hund von Granit Xhaka, der da am eigenen 16er den Ball mehr oder minder verbaselt. Müller scheitert noch, aber Philipp Lahm ist dann zerstört. 2:0 in der 23. Nochmal der Fehler von Xhaka hier. Den Ball eigentlich zweimal relativ sicher. Ribéry legt das prima rüber zu Thomas Müller. Der scheitert noch zunächst an Alvaro Dominguez. Aber Philipp Lahm beweist dann gute Übersicht. Hier gut zu sehen. Genau da muss der Ball dann auch hin. Tja, 6 Tore hat der FC Bayern erzielt. Durch 6 verschiedene Schützen. Wenn wir gestern und heute mal in der Addition betrachten. Jetzt hat sich auch Lahm, kaum Mittelfeldspieler, schon in die Torschütze. Auch Toni Kroos dort schon gewesen, auch Philipp Lahm. Es ist sehr variabel. Dritter Eckstoß für die Bayern. Alcantara knapp verpasst. Thiago genannt. Und der ist gut. Das war kein Absatz. Das war alles okay. Da ist er mit seinem ersten Tor für seinen neuen Arbeitgeber, Thiago Alcantara. Den Kopf hat er noch nicht reingekriegt. Der war ein Tick zu hoch, die Flanke. Jetzt macht er den flachen mit der Brust. Also irgendwie ist Thiago mit allen Körperteilen sehr gefährlich. Mit Fuß, Kopf und Achtung hier auch mit dem Solarplexus. Denn nichts anderes ist das. Genau mit der Brust. Flanke war gut, die wollen wir nicht vergessen. Jerome Boateng, der den schön an den kurzen Pfosten zirkelt. Die Gladbacher einen Moment dort unsortierter. Dominguez, Luc de Jong und Nordwald in der Mitte positioniert. Und so schnell geht's dann halt. 7. Tor der Bayern, 7. Torschütze. Janschke.
gut verlängert auf Patrick Herrmann, aber der ist völlig alleine in der gegnerischen Hälfte, ganz alleine gegen Contento, aber ist schneller als Contento. Das ist Elfmeter, das ist Elfmeter. Ja klar, natürlich, Guido Winkmann hat es genauso gesehen, genauso geahndet. Und Contento hat Temponachteile gegen Patrick Herrmann, der wieder mal beweist, dass er in der Lage ist, die Münchner Bayern zu ärgern. Und das hat er hier getan. Contento kam nicht nach, richtig zu sehen. Und das ist eine Grätsche. Sie ist innerhalb des 16ers. Zumindest beginnt sie sogar auf der Linie. Da! Und das gehört zum 16-Meter-Raum. Und das ist damit ein Strafstoß. Philipp Dahms ist nicht dabei. Die etatmäßige Elfmeter-Nummer Nummer 1. Elfmeterschütze Nummer 1. Luc de Jong übernimmt die Aufgabe. Und wir haben das vierte Tor in nur 29 Minuten. 1:3. Und das wird hier frenetisch gefeiert. Und wer weiß, ich erinnere mich an ein Bundesligaspiel, ich glaube, es ist 2 Jahre her, als die Münchner Bayern ja auch mit 3:1 führten. Noch einen Elfmeter verschossen in Person von Schweinsteiger. Am Ende stand es dann 3:3. Wichtig, kurz vor dem Seitenwechsel, kurz vor der Pause, hier noch ein Zeichen zu setzen für Borussia Mönchengladbach. Mitte, es gab direkt mal eine Strafe. Der Einzige, der bei den Münchnern richtig geschwächelt hat im ersten Durchgang, war Diego Contento. Der war nicht schnell genug gegen Patrick Herrmann. Dominguez im zweiten Jahr jetzt in Mönchengladbach. Eigentlich gesetzt in der Innenverteidigung, wahrscheinlich neben Martin Stranzl. Ribéry, der ist super gespielt, der ist klasse gespielt, der ist überragend gespielt. Also Ribéry hat zu viel Zeit zum Flanken und er hat so viel Gefühl in beiden Füßen, dass er den so wunderbar timet, den konnte Robben gar nicht mehr vorbeiköpfen. Das ging gar nicht mehr. Achten Sie gleich mal auf die Zeitlupe hier bei uns. Der Pass kommt so messerscharf genau und präzise. Und das weiß auch Pep Guardiola. Mit solchen Fußballern ist es natürlich, Achtung, 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 da ist nur ein Münchner in Sichtweite, aber die Flanke kommt so wunderbar genau. Also wenn Robben den noch daneben geköpft hätte, hätte es mich dann wirklich schwer gewundert. Ein Robben, weiß Gott, kein Kopfballungeheuer, aber das ging gar nicht mehr, dass man den nicht zum 4:1 verwertet. Und damit haben wir das 11. Tor insgesamt bei diesem Telekom Cup gestern und heute zusammen addiert. 11. Tor und davon haben die Münchner Bayern 8 erzielt. 8 von diesen 11. Und wir haben 8 verschiedene Torschützen beim deutschen Rekordmeister. Frei nach dem Motto, jeder darf mal. Und die Spritzigkeit ist dann ein bisschen geringer. Große Hinweise auf den Bundesliga-Auftakt am 9. August konnte man hier und heute noch nicht ziehen. Man sieht nur, dass die Münchner einen etwas anderen Fußball pflegen mittlerweile, der es dem Gegner viel schwerer macht, in die Zweikämpfe zu kommen. Das Spiel der Bayern insgesamt wirkt beweglicher, wirkt unausrechenbarer. Guter Pass von Robben auf Ribéry. Ach, ist das schön. Kinder, ist das schön. Das ist zum Zuschauen einfach toll. Man muss gar kein Bayern-Fan sein, wenn man, wie wir, neutral sind, aber guten Fußball lieben, dann muss man da einfach den Hut heben und sagen, das ist toller Fußball. Also die Kombination Robben, Ribéry, Müller. Und das weiß auch zum Beispiel Ruhl Brauers, der da geschaut hat. Das kann man kaum verteidigen. Achtung, es ist kein Abseits. Ribéry schleicht sich wieder im Rücken der Abwehr rein, wie so oft. Dann sieht er Müller, wie er gestern Mandzukic gesehen hat. Und Müller hat sich schwer. Also das ist leichtfüßig, das ist überlegt, das ist schnell, das ist intelligent. Wie gesagt, man muss kein Bayern-Fan sein. Wir sind das auch gar nicht, aber guter Fußball muss einfach honoriert werden. Und das war toll, das war klasse gespielt. Ende! Die Bayern gewinnen mit 5:1, schießen 9 Tore binnen 2 Tagen ohne die ganz große Anstrengung. Da ist noch Luft nach oben bei den Münchnern. Das weiß auch die Konkurrenz, das weiß auch Lucien Favre. Die beiden sehen sich wieder in 2,5 Wochen zum Bundesliga-Auftakt. Und dann wird es natürlich ein anderes Spiel und dann wird es sicherlich auch ein bisschen enger. Denn so viele Fehler darf sich Borussia Mönchengladbach dann mit Sicherheit nicht erlauben. Also wir haben den Titelträger nach 2 Tagen. Gleich hören wir Pep Guardiola bei uns im Interview nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Like the legend of the Phoenix. Pep Guardiola ist bei uns, der Trainer des FC Bayern München. Gratulation, der erste Titel ist
gewonnen für ihre Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, mit einer solchen Leistung, wie Sie heute und auch gestern gesehen haben von den Bayern, sind Sie sehr zufrieden. Womit sind Sie nicht zufrieden? Wir sind zufrieden. Wir natürlich haben wir gewonnen ein Freundschaftsturnierspiel. Am besten ist der nächste Sonntag, die Finale gegen BVB. Wir haben gut gespielt, aber noch perfekt. Wir haben noch wenige Dinge zu verbessern. Ich hoffe, in der nächsten Zeit zu verbessern. Was muss besser werden? Wenige Bewegungen ist noch nicht gut, aber das ist normal, ist eine kurze Zeit mit uns, aber die Einstellung für die ganzen Spieler, egal welcher Spieler spielt, jeder Spieler gute Einstellung. Und das ist das Wichtigste natürlich für mich, weil das ist das erste Mal, kenne ich diese Spiele. Wie groß, glauben Sie, wird das Problem, wenn so viele gute Spieler da sind, aber nur 11 Positionen da sind, wer spielen kann? Es ist doch schwer, einen Schweinsteiger auf die Bank zu setzen, einen Martinez auf die Bank zu setzen und. Wird es da Probleme geben? Vielleicht, das hängt von den Spielern ab. Also wir sind hier für Bayern München helfen. Und wenn sie akzeptieren, dass ich der Boss bin, so alles wird gut. Ja. Aber sie denken nur für sich selbst. Und jeder Spieler will spielen, jeder nicht spielen. Und, vielleicht wir werden weniger Probleme, aber ich glaube, diese Spieler sind sehr, sehr Profi und sie werden meine Entscheidung akzeptieren. Und sonst werden sie böse, sonst werden sie sauer wahrscheinlich. Ja. Gucken wir uns mal das 5:1 an heute, weil das ein Beispiel auch dafür ist, für die Spielfreude ihrer Mannschaft. Hier läuft das gerade, dieses Tor. Ist das das, was Sie meinen auch mit die Einstellung stimmt, die Freude ist da? Weil diese Spieler die letzte Saison haben mehrere Mal gemacht. So ist unmöglich, in der kurzen Zeit manchmal gutes Spiel. Henkes hat eine unglaublich gearbeitet. Und für mich ist das ist ein bisschen einfach. Ja. Aber ist nur die Anfang unserer Saison. Und ist weit weg, so long road zu machen. Eine Demonstration, die wir gesehen haben, des FC Bayern München. Abschließende Frage, München gefällt Ihnen gut, Bayern gefällt Ihnen gut. Sie haben sich eingelebt. Ich habe ihn nicht verstanden. München ist eine schöne Stadt? Ah ja, natürlich. Ja? Die erste Woche, nur regnen und die Leute haben mir gesagt, Ruhe, bleib Ruhe, sind die nächste Seite zu verbessern. Die letzte zwei Wochen, das Wetter hat been schön. Ich weiß, dass da ist acht, neun Monate wieder ein bisschen schlecht. Wir reden über Fußball, über das Wetter und über viele andere Dinge auch noch. Hier kommt die Konfettikanone. Danke, Pep Guardiola. Okay. Schnell zur Siegerehrung. Mit Ihnen. Dankeschön. Mit der Mannschaft aufs Foto, so soll es sein, klar. Und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse. Das war der Telekom Cup 2013 live aus München-Gladbach. Der Sieger heißt FC Bayern München. Wir sind gespannt, wie die Saison in 3 Wochen dann wirklich losgeht. Ihnen danke fürs Interesse. Jetzt die Nachrichten mit Katja Losch hier in Sat.1. Und dann geht's auch spannend bei uns im Programm weiter. Bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.